Seid ihr bereit? Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen! Nächstes gibt dich ein Pärchen die Ehre. Sie haben sich wohl verlaufen. Sie sind zum ersten Mal und waren sich wohl zu fein. Sie waren naiv genug herzukommen. Sind sie auch stark genug heimzukehren? Arena Prime für Cloud Marriage. Ihr Loser habt keine Chance. Verpisst euch. Zieht ab. Hey, Mann. Falscher Ort für ein Date. Hey, Kleine. Zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zack. Ich bin sauer. Ihr Gegner ist unser allseits beliebter Bestienbändiger. Pferdenklaut und Eric. Ein weiterer Haufenpampe in seinem Futternetz. Heute gibt's sogar Nachtisch. Spritzendes Blut. Panische Schreie. Arena frei für den einzig wahren, die unnachahmliche, blutdürstige Bestie. Ein Problem damit? Gibt keine Regel, die besagt, dass das verboten ist. Das ist doch ein glänzender Einstieg. Wie viel Fleisch werden diese hungrigen Tiere knabbern? Leute, Augen schließen ist strengstens verboten. Na dann, viertes Match, erste Runde. Ring frei! Keine Chance. Bis hier und hier. Keine Chance. Genug! Feuerball! Das Zeug ist sowas von krass! Verbrennt! Mit diesem überraschenden Aufgang hätte wohl niemand gerechnet! Das Blatt hat sich mit einem großen Knall gewendet! Der Sieg geht schlappisch tot an das Traumpaar Glauternes! Die erste Runde hätten wir überstanden. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Ihr habt jetzt eine kurze Pause. Ruht euch gut aus. Da habt ihr ja noch mal Glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Seid ihr bereit? Na dann, Hals- und Beinbruch. Und weiter geht's. Der zweite Kampf im Halbfinale. Zuerst. Unser Traumpaar, das sich Hand in Hand durch die erste Runde gekämpft hat. Ihr Penner, was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall für Cloudiness. Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten. Wegen euch habe ich unseren verloren. Ja, los, los! Ihre Gegner, ein paar Pfunkskerle aus dem Ödland, die mit diebischer Freude dabei sind. Mit Fingern so lang wie die Gesichter ihrer bemitleidenswerten Opfer. Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen. Einen herzlichen Applaus für Beck und seine rabiat ruchlose Gang. Die kennen wir doch. Bekannte! Sag schön hallo! Oh, wie praktisch! Muss heute wohl unser Glückstag sein! Ja! Jetzt kriegt ihr euer Fett für die Sache von neulich weg! Fett? Blutig sind die doch gar nicht!
Hole los! Meine Fresse! Halt einfach dein Maul! Was soll das? Mein lieber Jolly, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlimmfinger noch glatt mit 8 Leuten angemeldet. Was? Wie gemein! Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur eins! Ja. Und zwar das, was Don Corneo sagt. Habt ihr kapiert? Ja. 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 Der Don hat's abgesegnet, Leute! Ich geb's auf. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht oder nicht. Wird sicher eine schöne Schlägerei. Dieser Kampf wird grandios. Nicht weggucken, sonst entgeht Ihnen was. Freuen Sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Ich bin bereit. Das ist ein Sieg. Verletzte! Das wird so nicht. Glückstreffer. Ich verspeise dich zum Frühstück. Ich verfluche dich. Guten Flug. Müsste gehen. Bis hier ist genug. Verdammt! Gar nicht schlecht, der Junge. Was hast du erwartet? Ich habe ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände das Morden gewohnt. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. So weit lasse ich mich nicht nochmal herab. Sag mal, Anjan, der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Total. Jetzt sind wir im Finale. Ja. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Ja, aber nur noch ein einziger Kampf, Cloud. Dann haben wir es geschafft. Team Cloud und Aris, das Finale beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zum Eingangstor. Brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr totzustellen? Meinen größten Respekt, ihr habt ja wirklich was drauf. Jetzt kommt das Finale, seid ihr bereit? Ich hab auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Verehrtes Publikum, wir haben Sie lange genug auf die Folter gespannt. Der Corneo Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen, das können Sie mir glauben.
Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern! Jo! Yeah! Als erstes, unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggefegt hat. Das Pärchen, das unsere Herzen im Sturm erobert hat. Cloud und Ares, die Champions der bezaubernden Männer. Waren bis dato bereits fünfmal siegreich. Sie hinterlassen für gewöhnlich nichts als Verwüstung. Wer Glück hat, landet im Krankenhaus. Und wer Pech hat, auf der Mülldeponie. Die hungrigen Killermaschinen von Chocobos Herr. Applaus für das sezierende Duo. Duo. Roboter? Eine Leihgabe von Shinra. Das darf doch nicht wahr sein! Na dann, wer wird sich das Preisgeld wohl sichern? Freuen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen! Die Entscheidung des Corneo Cups! Ring frei! Los geht's! Verschwende! Komm nicht wieder vor. Es wird heiß. Danke. Mein Einsatz. Los, jetzt. Volle Kraft. Es ist aus. Verschwende. Neuer Versuch. Der ist für dich! Na gut. Verzieh dich! Das war's dann. Bring es hinter uns! Jetzt wird abgerechnet! Überraschungserfolg! Wer hätte das gedacht? Der Gesamtsieg im Corneo Cup geht an Team Cloud und Ares! Mein herzliches Beileid. Nanu, du bleibst erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant. Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Mach's gut. Na dann, werde ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Was? Gewinnt dein Team den? Gehört das Preisgeld dir? Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Sehr gut. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja. Lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard, dieser... Was will man machen?
Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären. Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Also dann, viel Glück. Füllt meine Taschen brav mit Geld. Oh je, da habt ihr mir ja richtig was eingebrockt. Abgefahren! Ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Na, alles bereit? Wette hin oder her, ihr habt einen neuen Fan gewonnen und ich bin sicher nicht der Einzige. Ihr schafft das schon! Was für ein großartiges Spektakel dieser Kampf doch war! Ist doch so, oder nicht? Wäre doch echt ein Jammer, wenn der Spaß jetzt schon vorbei wäre! Zum Glück muss hier niemand enttäuscht nach Hause gehen, denn der fantastische Don beschert uns allen einen schönen Extrakampf. Am Start sind wieder alte Bekannte, die Turteltäubchen, die diese Arena im Sturm erobert haben. Laut und Emmy! Später schon was vor? So cool, so süß! Cloud, du bist der Geilste! Eris, bitte werd meine Frau! Ihr Gegner kommt aus den tiefsten Tiefen unter dem Kolosseum. Ein Ungetüm wie aus den Feuern der Hölle. Und selbige ist dir sicher gleich los! Die geheimste Waffe des genialsten Dons. Begrüßen Sie mit uns das Höllenhaus! Dynamische Duo! Einen solchen Kampf hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren! In der Tat, sowas hat es noch nie gegeben! Dieser Kampf wird in die Annalen der Geschichte eingehen! Aus Spannung werden sie von den Stühlen rutschen! Vorhang auf für das große Finale! Ring frei! Es ist soweit! Augen auf und festhalten! Das Corneo-Kampf-Sondermensch geht los! Volle Konzentration! Wartet ein besonders einzügiger Gegner darauf, dich mit unserem unschlagbaren Kaufbar Cloud und Eris zu messen! Feuer! Das war wohl nix! Das Höllenhaus schluckt die Magie einfach! Ein sauberes Zukunftsmodell! Energievernichter, dank Magie absorbierende Eingreife! Keine Chance! Das wird so nichts. Was? Versuchter Hausfriedensbruch! Doch das Höllenhaus ist einbruchsicher! Mein Einsatz! Ja! Das braucht doch etwas Schwende! Na gut. Für! Verzieh dich! Das mal kurz? Los geht's.
Das wird doch nichts. Die Kontrahenten sich gegenseitig zu mustern. Flieg! Was haben Sie gegeneinander in der Hand? Es ist die Ostweite hinter der Wand. Warte! Oh, das war aber ganz schön schnell vorbei. Nein, es fängt erst an. Zum halben Preis! Ein absolut unvorhersehbarer Zug, wie der Inferno Darius auf diesen hölzernen Niederschlag reagiert! Das sollte reichen. Das war's dann. Nimm das! Ouch! Selbst einem starken Mann wie Cloud haut so ein fetter Treffer aus den Socken! Das Höllenhaus hat zum ersten Mal Besuch! Was im Inneren wohl für ein blutiges Bankett veranstaltet wird, ich will's, glaube ich, gar nicht wissen! Auf ein neues! Los jetzt! Schwerer Treffer auf Kosten von Eris! Das hat sicher wehgetan! Irgendwelche letzten Worte? Das war's dann! Tja, klar! An der Barriere fällt auch das größte Schwert ab! Die eiserne Verteidigung des Höllenhauses wird dem Pärchen wohl zum Verhängnis! Die Falle ist zugeschnappt. Fütterungszeit für das Höllenhaus. Ein Wunder, ein Wunder! Die Flucht aus dem Höllenhaus ist gelungen, doch anscheinend nicht ganz unbeschadet. Verdammt schmerzhaft! Ein heftiger Schlag für Team Cloud und Aaron! Das wird so nicht. Eine echte Zerreißprobe für die beiden Liebenden. Möbelkauf führt immer zum Streit. Nach diesem vernichtenden Inferno wird kaum noch was stehen. So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Volle Konzentration. Das Höllenhaus ist am Boden! Ist das das Ende für dieses Meisterwerk der Architektur? Das war's dann. Das
war's dann. Danke, Schmerzen! Ein heftiger Schlag für Team Cloud und Aeris! Wir die Spannung bis zur letzten Sekunde aus. Zeit zu kämpfen. Jetzt wird es richtig heiß in der Arena. Wir haben einen feurigen Spezialgast zu Besuch. Dieser Teufelskerl auf der richtigen Seite kämpft, brennen wird das hier auf jeden Fall. Arbeiten wir im Team. Zieh dich zurück. Mag sein! Ob das hungrige Höllenhaus sein Opfer lebend wieder teilt? Verschwende! Widerstand ist zwecklos! Die Tür ist ins Schloss gefallen! Lasst euch vom Wind tragen! Fürsorgliche Verarztung durch die schnuckelige Aeris! Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena! Der heilt nicht nur Körper, sondern auch Seele! Vor Jubelschreien und Buhrufen! Los! Dann übernimm! So ein Angriff ist schwer zu verkraften! Jetzt wird abgerechnet! Ist absolut offen, wer den Kampf für sich entscheidet. Verdammt schmerzhaft! Ein heftiger Schlag für Team Cloud und Aeris! Volle Konzentration. Wenn wir gleich aufmachen, dann gehen wir!
Höllenhaus ist abrissreif! Nähert der Kampf sich dem Ende! Und tschüss! Keine Chance! Das Höllenhaus hat Geschichte geschrieben! Doch ist es bald selbst Geschichte? Cloud und Harris zerlegen es! Das Höllenhaus will hoch hinaus und nimmt Kurs in Richtung Ruhm und Ehre. Das Höllenhaus ist zum Angriff an. Auch das Kriegsteam, das unter ihm begraben wird. Ich hab genug. Das war's dann. Nenn ich Wohltätigkeit. Geschafft! Ja. Jemand fasziniert. Gefällt er dir? Ihr wart einfach unglaublich. Krieg ich später ein Autogramm? Bitte, bitte.